Papst Benedikt hat einmal gesagt, der Akt des Glaubens liegt darin, darauf zu vertrauen, Gott ist da, ich kann mich in seine Hände geben. Der Akt des Glaubens liegt darin, darauf zu vertrauen, Gott ist da, ich kann mich in seine Hände geben. Jetzt wollen wir dir, Jesus, wenn wir dich sehen, sehen wir auch den Vater, wollen wir dir das Problem unseres Lebens jetzt in deine Hände hineinlegen. Das, was dich gerade eben beschäftigt, dass wir uns jetzt in deine Hände begeben. Dass nicht ich dieses Problem lösen muss, sondern dass es du lösen möchtest für mich. Gott ist da, ich kann mich in seine Hände geben. Das, was dich gerade beschäftigt, das legen wir dir, ihm jetzt in die Hände. Es gab noch nie einen Mann, der mehr in eine Frau verliebt war als der heilige Josef, in Maria. Welche Würde und Heiligkeit waren für den heiligen Josef Voraussetzung, um der Bräutigam Mariens zu sein? In ihrem weiblichen Herzen wusste Maria, dass sie in der Manneskraft des heiligen Josef sicher war. Er war ihr Ritter und Krieger. Jede Frau wünscht sich einen solchen Ehemann, einen Gentleman, einen Beschützer und einen guten Vater. Frauen verdienen Männer, die stark und beschützend sind, aber auch sanft, liebevoll und vertrauenswürdig. Jede Frau möchte Sicherheit in den Armen eines Mannes finden, der bereit ist, sein Leben für sie hinzugeben. Die Kirche und die Welt brauchen Männer wie den heiligen Josef. Er ist der vorbildliche Ehemann. Und Papst Benedikt sagte, der heilige Josef war Marias Gemahl. Auch jeder Familienvater sieht sich in das Geheimnis der Frau durch seine eigene Ehefrau eingeweiht. Liebe Familienväter, achtet und liebt eure Frau wie der heilige Josef und führt eure Kinder durch Liebe und eure aufmerksame Gegenwart zu Gott, wo sie sein müssen. Wollen wir dieses zweite Gesetz hin so beten für alle eure Frauen, dass ihr euch so ganz neu verliebt in sie. Der heilige Josef ist der vorbildlichste Ehemann und Vater. Die Berufung aller Menschen ist es, im Dienst derer zu stehen, die ihrer Liebe und Fürsorge anvertraut sind. Viele Männer haben dies heute vergessen, aber der heilige Josef wird ihnen helfen, sie daran zu erinnern. Er wird den Männern helfen, wieder heilig und ritterlich zu sein. Alle Männer entdecken im heiligen Josef ein Beispiel für Stärke, Treue, Heldentum und Tugend. Wenn Männer, Ehemänner, Väter, Priester, Bischöfe, dem Beispiel des heiligen Josef folgen, werden die Familien liebevoll und sicher sein. Die Ehemänner werden heilig sein, die Priester werden Drachentöter sein und die Bischöfe werden wieder Hirten der Seelen und Säulen der Wahrheit sein. Wollen wir dieses Gesetzchen so beten für alle jungen Männer, die nicht verheiratet sind, aber vielleicht eine Freundin so haben, dass sie auch so dieses Beispiel so immer mehr annehmen lernen, dass sie auch so werden wollen, ritterlich oder heilig, dass sie sich einfach so bemühen auch. Heldentum, Treue, Stärke, Tugend, ritterlich sind alles so starke Wörter, die man eigentlich so als Mann ersehnt. Das möchte man so sein. Aber als wir dieses Gesetzchen gerade gebetet haben, ist mir dieses Zitat des seligen Pier Giorgio Frassati eingefallen, der gesagt hat, aber wir müssen nicht die Muskeln spielen lassen, sondern die Muskeln unserer Seele. Ich habe es jetzt mit meinen Worten gesagt. Wir brauchen das Tattoo in der Seele, in unserem Herzen, in unserem Verstand. Wir brauchen es nicht äußerlich,
Und 99,9% aller, die verwechseln das, die machen das sozusagen auf Muckis. Sie machen es äußerlich und denken, sie sind Männer oder Helden oder Ritter oder ritterlich. Aber oft sind sie innerlich denn so ganz ängstlich. Da musst du bloß so machen. Und sie fliegen um. Aber äußerlich denkt man, boah, das sind richtige Kerle. Passende Frisur, passender Körper, es passt alles. Und dann machst du so und sie fliegen um. Und das ist genau das, wo wir gehen wollen. Also den Weg jetzt nicht, aber den anderen, wo wir diesen Weg gehen wollen, dass wir so lernen, ich brauche dieses Tattoo in meiner Seele. Ich brauche das in meiner Seele, dass ich mutig bin. Und hier heißt es in diesem Buch auch so, dass man seine Familie verteidigt. Ich habe das so letztens erlebt, wo ich mir gedacht habe, boah, du verteidigst deine Kinder nicht. Du führst deine Kinder vor. Das muss ich wirklich so sagen. Du führst deine Kinder vor, du verteidigst sie nicht. Du gibst dein Leben nicht für sie hin. Das hat mich sehr berührt eigentlich, aber im Negativen, es hat mich verrückt gemacht. Das hat mich echt verrückt gemacht. Und damit wir das lernen, das ist der Weg, den wir gehen. Echte Männer schützen Frauen und Kinder. Aber eben, wenn man dich nicht geschützt hat, wie möchtest du denn andere schützen? Wenn dein eigener Vater dich nicht geschützt hat, wie möchtest du andere beschützen? Das geht nicht. Und das betrifft auch ein ziemlich hoher Prozentsatz. Und wie steige ich da aus? Ja, das lernen wir hier. Das lernen wir hier. Echte Männer sind bereit, für ihre Frauen und Kinder zu sterben. Echte Männer lieben. Echte Männer schützen Frauen und Kinder gegen alle Gefahren. Heilige Priester und Bischöfe sind bereit, für die Seelen, die ihnen anvertraut sind, zu leiden und zu sterben. Priester und Bischöfe dieses Kalibers haben keine Angst vor Spott, Verleumdung, Armut oder Inhaftierung. Männer wie der heilige Josef sind bereit, für das zu kämpfen, was sie lieben, was gut, wahr und schön ist. Mögen die Kirche und die Familien wieder mit solchen Männern erfüllt sein. Das würde jetzt jeder von uns vielleicht unterschreiben, gell? Aber wären wir auch bereit, uns da auf den Weg zu machen? Noch mehr oder neu oder wieder? Oder von vorne, oder wieder aufzustehen, oder weiterzukämpfen. Wollen wir dieses Gesetzchen so beten in diesem Anliegen? Wollen wir wirklich so beten, dass wir dieses Tattoo nicht auf unserem Oberarm haben, so kurz noch über das T-Shirt denn drüber, dass man es sieht, oder am Unterschenkel, da am Bein da, sondern dass wir es haben in unserer Seele drin. Natürlich kannst du das andere auch haben, das ist ja auch wirklich cool. Aber eigentlich brauchen wir es wie in unserem Herzen. Wir brauchen es wie in unserem Herzen drin. Jetzt denkt sich vielleicht noch einer, Gott sei Dank habe ich eine lange Hose an. Oder einen Pullover, dann sieht man es nicht. Das wäre mir jetzt aber echt peinlich. Es musste überhaupt nicht peinlich sein. Schon allein deswegen, eben apropos Tattoo, sage ich das. Schon das, dass wir hier sind und miteinander beten, ist ja das, dass wir so wachsen wollen. Dass wir wirklich so wachsen wollen.
Wir tun etwas sozusagen für unsere Zukunft, für unsere Familie, für meine persönliche Zukunft, für meine Berufung. Aber eben wie dieser heilige, dieser selige Pier Giorgio gesagt hat, wir müssen unsere Seele sozusagen trainieren, nicht den Körper zuerst. Und er ging so gerne in die Berge. Er war auch so cool. Aber er war so cool, Pier Giorgio Frassati, dass als er gestorben ist mit unter 25 Jahren und seine Eltern, sein Vater, der nicht gerade katholisch war, der war so aus einem ganz liberalen Haus, haben sich seine Eltern gewundert, wer da alles bei der Beerdigung da war. Lahme, Krüppel und Blinde sozusagen, Aussätzige, die waren alle bei seiner Beerdigung da. Die Eltern haben sich gewundert, wieso? Und dann mussten sie lernen, ja, euer Sohn, das war ein großer Beter, aber auch ein großer Helfer für die Ausgegrenzten, für die Armen und die Schwachen.